Hallo Unioner, herzlich willkommen zum Heimspieltagsinterview vor unserem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Und bei uns, und darauf habe ich mich schon ein paar Tage drauf gefreut, ehrlicherweise, ist heute unsere Co-Trainerin Marie-Louise Ether. Schön, dass du heute bei uns bist und schön, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne, freue mich. Sehr gut geht's mir, ja. Turbulente Tage, Wochen. Auf jeden Fall, sehr intensive Zeit, aber natürlich eine Zeit, die auch extrem spannend ist. Und sehr, sehr viel Spaß macht und kannst auch nicht erwarten, dass es am Samstag dann zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach wieder weitergeht mit dem nächsten Punktspiel. Ja, wir mussten jetzt ein bisschen warten, aber Louis, lass uns gleich mal reinstarten. Zum Warmwerden mache ich 5 kurze Fragen. Einfach frei raus aus dem Bauch, ist auch nichts Unangenehmes, keine Angst. Und wir können ja immer schneiden. Herzensverein? Union Berlin. Top. Rechts- oder Linksfuß? Beidfüßig. Nicht schlecht. Lieblingsstadion? Oh, Alte Försterei ist schon unfassbar speziell, aber ich hatte das Glück, auch in vielen anderen Stadien schon zu sein. Also Weserstadion, auch da ganz viele spezielle und tolle Momente schon gehabt. Finde ich auch. Ich mag den Gästeblock noch nicht da. Der ist immer viel zu eng. Ja, kann ich dir sagen? Da war ich noch nicht. Ja, ist nicht zu empfehlen. Das kann sein. Schönster Titel? Ich würde sagen, die erste deutsche Meisterschaft mit Turbine Potsdam 2008. Vorbild? Boah, Xavi und David Beckham. Habe ich schon gesehen. Es gibt ein Foto von dir mit einem Poster von David Beckham. Oh ja. Wo haben sie das eigentlich ausgegraben? Ich habe keine Ahnung. Muss man deine Eltern fragen. Ja. Louis, das waren schon die 5 kurzen Fragen. Ich glaube, dass es einige Menschen gibt, für die du aus heiterem Himmel beim ersten FC Union Berlin gelandet bist. Für mich war das nicht so, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt, was du so in der Vergangenheit gemacht hast. Und ich glaube, was einige auch nicht wissen, du hast gerade schon mal antönen lassen, beidfüßig und die erste deutsche Meisterschaft, darauf folgten noch welche. Du hast selber auch auf dem Platz gestanden. Damit ging es schon relativ früh los in deiner, ich weiß gar nicht, ist deine Heimat Dresden? Würdest du es als deine Heimat bezeichnen? Auf jeden Fall, ja? Auf jeden Fall. Meine Familie lebt da noch und ich bin sehr, sehr gerne noch da und bin da auch sehr stolz, Dresdnerin zu sein, auch wenn ich sehr früh da weg bin. Deine Heimat? Mhm. Dort hast du begonnen? Warum Fußball? Jetzt frage ich mal ganz blöd. So, ne? Also ganz dumme Frage, warum Fußball? Ja, also warum nicht Handball? Ich habe 2 ältere Schwestern. Und die hatten mit Fußball nicht so viel am Hut, aber ich habe einen sehr fußballbegeisterten Papa, der hat eben auch viel Fußball gespielt. Meine Mama hat viel Fußball geschaut, auch mit ihrem Papa zusammen. Also schon eine fußballbegeisterte Familie, beziehungsweise vor allem meine Eltern. Und dementsprechend war eigentlich von klein auf der Ball irgendwo mal dabei. Mein Papa hat mich zu nichts gezwungen, aber ich habe von klein auf, ja, gab es mich eigentlich nicht ohne Fußball oder Tennisball oder was auch immer, was rund war. Damit habe ich immer, ja, von klein auf schon viel Fußball gespielt und dann ging es eigentlich so über den Kindergarten bis zur Schule, dann eben in den ersten Verein mit 7 Jahren, genau, und eigentlich gab es immer nur Fußball. In Dresden angefangen, dann gab es noch eine weitere Station in Dresden bei einem Verein und dann bist du schon zu Turbine Potsdam gewechselt. Relativ früh dann doch von zu Hause weg aufs Internat nach Potsdam. Wie war das? Also jetzt Gott sei Dank nicht so weit weg von Dresden, Potsdam, stimmt. Aber trotz alledem ist man nicht mehr zu Hause. Zu Hause raus, genau, das jüngste Kind. Das war schon für meine Eltern auch nicht so leicht. Erst ja bei den Jungs gespielt, dann in Dresden war damals schon auch der Frauenfußball natürlich noch nicht so weit. Und ich hatte einfach in Potsdam eine super Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Als ich gehört habe vor Ort, 2-mal am Tag Fußballtraining, was Besseres gab es nicht. Das hätte ich ein paar Jahre später dann anders gesagt. Aber zu dem Zeitpunkt mit 13 war es natürlich eine super Geschichte. In Potsdam extrem tolle Bedingungen und das war ja eine sehr lehrreiche Zeit. Man hat sehr früh dann eben auch gelernt, selbstständig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, auch dann irgendwann auch mit seinem eigenen Geld irgendwo schon ein Haus zu halten und sich selbst zu organisieren. Deswegen war das rein fußballerisch, aber vor allem eben auch persönlich ein super Schritt für mich. Du warst ein paar Jahre da, hast auch einiges erlebt dort. Erzähl mal ein bisschen was über deine Zeit bei Potsdam. Du hast jetzt mittlerweile auch hier eine Kollegin, mit der du schon bei Potsdam zusammen gespielt hast. Ja, Jennifer Zietz ist jetzt auch hier, damalige Kapitänin der Frauen.
Mannschaft bei Turbine Potsdam. Ich habe ja 3 Jahre in der Jugend gespielt, auch da schon ja, eine super Mannschaft gehabt. Wir durften auch dort die B-Juniorinnen-Meisterschaft gewinnen. Also auch ja, ging es relativ steil bergauf. Jugendnationalmannschaft kam dazu, U17-Europameistertitel, dann auch Dritter bei der U17-Weltmeisterschaft in Neuseeland. Also auf einmal auch unfassbar viel von der Welt gesehen und klar auch für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Auch das ist natürlich was ganz Besonderes. Und dann ging es hoch in die erste Frauenmannschaft, sehr jung eben auch mit 16, direkt aus der U17 in die Frauen. Und dann eben ja, das erste Jahr, die jüngste Mannschaft der Bundesliga, am letzten Spieltag mit einem Tor vor Bayern München dann deutscher Meister geworden. Boah, das war schon ja, was man in dem Alter auch noch gar nicht so richtig realisieren konnte. Also es war, kam dann erst irgendwann später. Und das war schon ein extrem cooles, spannendes Jahr, dann eben auch in meinem ersten Bundesliga-Jahr mit Turbine Potsdam dann deutscher Meister zu werden. Das ist schon ein extrem ja, tolles Highlight gewesen. Es ging ja noch weiter. Du hast mit Jenny zusammen 2010 auch noch einen anderen Titel feiern dürfen. Und zwar, mehr geht nicht im Vereinsfußball. Ja, das ist richtig, die Champions League. Ja, erste Mal auch der Wettbewerb, der dann so hieß. Die Champions League im Elfmeterschießen gegen Olympique Lyon in Spanien. Das war natürlich auch Wahnsinn. Also ich war als junge Spielerin auch da im Kader. Ich habe nicht gespielt das Finale, aber das war unfassbar emotional natürlich. Olympique Lyon auch eine Top-Mannschaft und wir dann eben ja, in einem Finale, was extrem eng war, das dann im Elfmeterschießen für uns zu entscheiden. Jenny Zietz da eben auch die Kapitänin gewesen. Das war schon ja auch ein Riesen-Highlight. Auch das, na klar, also erste Champions-League-Titel, auch das schwer zu realisieren damals. Du hast zwar gesagt, du hast im Finale nicht gespielt, aber ich habe nachgeschaut, in der Champions-League-Saison hast du trotzdem 2 Spiele auch gemacht, selbst auf dem Platz und hast auch dazu beigetragen, dass ihr weitergekommen seid, weil du hast auch mit einem Tor dazu beistellen können. Und ich habe auch gesehen, so unerfolgreich warst du auch gar nicht im Tore schießen. Ja, ich glaube, als zentrale Mittelfeldspielerin war das okay, wobei ich schon auch gerne den vorletzten oder letzten Pass gespielt habe als Spielerin. Aber klar, selbst Tore zu schießen ist schon immer auch was Besonderes gewesen. Was Schöne? Boah, schwer zu sagen. Also ich kann mich schon auch an Torvorlagen erinnern, die ja, mich irgendwo auch stolz gemacht haben. Aber eben auch, klar, selbst Tore schießen ist dann vielleicht dann doch nochmal das Stück Schönere. Ja, weil man muss ja sagen, also die Idee zu haben, mit dem Pass genau dorthin zu spielen, wo jemand hinlaufen könnte, da ist ja immer noch eine beteiligte andere Person mit dabei, die man nicht wie so eine Marionette steuern kann. Ja. Dazu gehört dann, ich will jetzt nicht sagen mehr, aber dazu gehört auch einiges. Ja, das stimmt. Beides ist extrem wichtig. Würdest du sagen, dass das auch so der Input ist, den du jetzt, springe ich schon mal ein Stück vor, auf deine Trainerkarriere, den du da so mit reinbringst? Ja, ich glaube, allgemein versucht man ja die Erfahrung, die man selbst als Spielerin erlebt hat, auch ein Stück weit dann weiterzugeben an die Spieler, Spielerinnen. Und das ist was von Beginn an, ich habe mich immer erstmal zurückerinnert, als ich gestartet habe als Trainerin, so wie hat sich es für mich als Spielerin erlebt, was habe ich vielleicht mir als Spielerin damals dann auch gewünscht oder was habe ich bekommen, was hat mir geholfen. Und dementsprechend versucht man natürlich die Erfahrung dann auch so weiterzugeben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass du dich jeden Tag auch als Trainerin irgendwo auch weiterentwickelst, Dinge aufnimmst und dann versuchst, jeden Einzelnen bestmöglich zu unterstützen. Und da ist es natürlich extrem vielfältig. Welcher Spieler braucht dann auch was? Du hast noch nach Turbine 3 weitere Stationen gehabt. Hamburg, Kloppenburg und Werder Bremen. Du hast schon gesagt, Weserstadion für dich auch was ganz Besonderes. Bremen sicherlich auch als Verein dann für dich was Besonderes, weil 2016, das ist Quatsch, sondern mit 26 hast du deine Karriere dann schon beendet. Das ja relativ früh. Das stimmt. Warum? Ja, ich habe ja vor ungefähr 10, 11 Jahren, also so mit 21, habe ich dann ja auch angefangen, als Trainerin schon zu arbeiten. Habe dann eben auch bei Werder Bremen schon das Glück gehabt, als Spielerin und als Trainerin so meine ersten Schritte zu gehen. Und dann hatte ich ja als Spielerin auch eine super Zeit. Ich habe mich extrem wohl gefühlt. Also Werder Bremen auch ein ganz besonderer Verein, ein ganz wichtiger Verein für mich. Und dann war irgendwann der Zeitpunkt da, wo ich gemerkt habe, okay, als Trainerin und Spielerin eben auch auf absolutem Top-Niveau irgendwo zu spielen und zu trainieren, geht irgendwann nicht mehr. So, man musste immer irgendwo zwischen den Stühlen stehen und ich wurde mir dann selber nicht mehr so richtig gerecht, weil ich immer natürlich auch gerne beides so gut wie möglich machen möchte, so ein bisschen perfektionistisch auch veranlagt.
Und das habe ich einfach gemerkt, dass ich auf beiden Seiten einfach Probleme hatte. So, und dann ist es natürlich ein Entschluss gewesen, der nicht von heute auf morgen kommt. Ich hatte auch ein paar körperliche Problemchen über die letzten Jahre, weil eben auch gerade die Zeit in Potsdam mit den vielen Einheiten und immer wieder Jugendnationalmannschaft, wenige Pausen. Das hat schon auch ein paar Spuren hinterlassen, aber es war nicht der alleinige Grund, sondern ich wollte als Trainer dann die nächsten Steps machen und habe dann einfach gemerkt, okay, mich zieht es jetzt immer mehr eher an den Spielfeldrand. Ich war dann schon auf dem Platz gefühlt schon mehr Trainerin als Spielerin und dann musste ich mich halt auch entscheiden und dann war ich eben auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hatte dort dann bei Werder Bremen direkt die Möglichkeit, hauptberuflich als Trainerin eben auch einzusteigen im Leistungszentrum, die U13-Jungs dann als Cheftrainerin übernommen. Das war natürlich extrem toll und da bin ich sehr dankbar, dass ich das dann eben direkt so im Übergang machen konnte. Und das war der perfekte Einstieg dann eben hauptberuflich auch als Trainerin, wobei ich eben vorher dann auch schon meine Erfahrungen machen konnte. Den Schritt dann logischerweise nicht bereut, das höre ich jetzt schon mal so ein bisschen raus. Wann hat sich dann dieser Wunsch entwickelt, Trainerin zu werden? Hast du früher schon gesagt, als du klein warst, jetzt fange ich an mit Fußballspielen, dann werde ich Fußballprofi und dann werde ich Trainerin? Nee, eigentlich bin ich eigentlich da so Schritt für Schritt hat sich das so entwickelt, weil ich habe jetzt schon als ich dann auch mein Abitur gemacht habe in Potsdam, dann denkst du, machst du natürlich schon Gedanken, okay, was kommt, was kannst du vielleicht jetzt noch machen, ist es ein Studium? Ist es eine Ausbildung, was machst du nebenher? Also für mich war es schon immer wichtig und auch klar, dass ich jetzt nicht nur Fußball spiele, sondern ich brauchte auch immer irgendwo noch einen anderen Ausgleich. Und dann habe ich auch Sportmanagement studiert und habe dann auch angefangen, meine Trainerscheine zu machen. Und dann habe ich halt schon gemerkt, bei den Trainerscheinen, die ersten, die ich gemacht habe, das macht mir irgendwie Spaß und ich habe auch das Gefühl, ich kann irgendwo meine Erfahrungen, meine Ideen auch weitergeben und da passiert was und ich habe da große Freude dran. Und genau, dann hat sich das eigentlich so entwickelt. Dann habe ich mit meinem Mann ja zusammen eine Frauenmannschaft gegründet in Bremen, TuS Schwachhausen. Freuen sich auch mal alle drüber, genau. Schönes Stadtteil in Bremen, sehr schönes Stadtteil. Da hat mein Mann ja damals auch noch gespielt. Und da waren eigentlich dann so die ersten wirklichen Schritte so als Trainerin. So, da haben wir uns ausprobiert und da habe ich dann eben auch weiterhin gemerkt, oh, das macht mir Spaß. Dann habe ich bei Werder Bremen neben dem Spielen eben auch eine U15-Mädchenmannschaft trainiert. Und wurde so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und ach komm, mach einfach mal. Hab viel Vertrauen bekommen und habe mich dann einfach ausprobiert. Und da würde ich jetzt viele Sachen, die ich damals gemacht habe, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen. Sag mal was, was ist ein Beispiel? Alleine Trainingseinheiten von der Gestaltung, von der Art und Weise. Ich glaube, da gab es noch ganz andere Ansätze, ob es jetzt dann reine Passform sind oder Torschussform oder wie man was angeht. Ich glaube, da hat man jetzt ganz andere Erfahrungen schon sammeln können. Da würde man Sachen, glaube ich, schon anders machen. Oder auch im Umgang teilweise. Also auch da entwickelt man sich ja auch im Umgang mit Spielerinnen, Spielern. Wie geht man mit was um? Also ich glaube, da sind sicherlich Sachen, die man anders machen würde. Andersrum gehört es ja auch zum Prozess irgendwo dazu, auch zum Lernen dazu. Und das war aber damals schon echt cool und spannend und eine tolle Erfahrung. Ja, und da hat sich es eigentlich so entwickelt, Schritt für Schritt. Ich wusste damals nicht oder habe gedacht, ich werde Trainerin und werde damit vielleicht mal mein Geld verdienen. Ich wollte als Spielerin auf dem allerhöchsten Niveau spielen und so erfolgreich sein wie möglich. Ist dir gelungen? Ja, schon. Wobei ich auch immer Frauennationalmannschaft war schon auch ein großer Wunsch, ein großes Ziel von mir. Aber auch da muss man dann irgendwann eben auch eingestehen, wo sind dann vielleicht die Grenzen gesetzt. Und trotzdem bin ich sehr dankbar und froh über die Karriere, die ich als Spielerin hatte. Auch größtenteils gesund geblieben und konnte auch meinen Abschluss der Karriere auch selber wählen und alle haben eher gesagt, oh, kann doch nicht sein, dass du schon aufhörst, anstatt zu sagen, oh, wann hört sie endlich auf? Ich glaube auch, das ist dann ein guter Moment gewesen mit dem Klassenerhalt auch. Ja, und dann hat sich es eigentlich so entwickelt und jetzt ist es eben auch dann so gewesen als Trainerin, dass ich auch mich ständig einfach auch weiterentwickeln wollte, das bestmöglich rausholen wollte, meine Ideen weitergeben, Spielerinnen, Spieler einfach bestmöglich zu unterstützen, dass sie sich weiterentwickeln und ihre Ziele erreichen können. Und das macht mir einfach unfassbar viel Freude, weil der Fußball an sich mir so unfassbar viel Spaß macht. Und eben, ob das als Spielerin war und jetzt als Trainerin, also Spiel an sich. Und dann eben auch das Arbeiten mit Menschen und da eben zu versuchen, sie bestmöglich zu unterstützen. Das ist einfach das, ja, wo ich einfach täglich unfassbar viel Freude dran habe. Und jetzt will man natürlich auch als Trainerin, wollte man eben auch das Maximum irgendwo erreichen, auf dem höchstmöglichen Level irgendwann Trainerin sein. Das war auch immer das, was ich mir dann auch als Ziel gesetzt habe.
und trotzdem immer die Geduld auch mit sich brachte, weil ich täglich dieses Umfeld auch brauche, wo ich mich drin wohlfühle und alles irgendwo auch für mich Schritt für Schritt sich entwickeln sollte. Tägliches Umfeld ist ein guter Übergang, als hätten wir es abgesprochen, haben wir natürlich nicht. Du warst auch beim Deutschen Fußballbund Trainerin. Da ist jetzt eher nicht täglicher Umgang. Ist es das tatsächlich, warum du gesagt hast, nee, also weil du hast ja begonnen im Verein, dann zum Verband und jetzt wieder zurück zum Verein, war das tatsächlich auch der Grund für diesen Schritt, wieder zurückzugehen in den Verein? Ja, also ich hatte auch da beim Deutschen Fußballbund ganz viele tolle Trainerteams, ob sie erst bei Bettina Wiegmann war, in der U15, dann Sabine Loderer in der U17 jetzt in einem unfassbar tollen Staff und da konnte ich ganz viel mitnehmen, konnte mich selber aber auch einbringen mit meinen Stärken auch und wir hatten da ganz, ganz viele tolle Momente, aber genau was du sagst, es war halt nicht das tägliche auf dem Platz stehen, woran ich einfach extrem viel Freude habe, täglich Fußball zu haben, täglich mit einer Mannschaft zu arbeiten, versuchen Spielern eben auch zu helfen, sie zu unterstützen und dafür war dann eben irgendwann so der Zeitpunkt wieder da, wo ich meine, mich zieht es eher wieder Richtung Verein, wo du auch jedes Wochenende Wettbewerbe hast, tägliches Training, täglich der Umgang eben mit den Spielern und deswegen war es eine sehr schwere Entscheidung, weil ich eben auch eine richtig gute Zeit beim DFB hatte, ja auch meine Pro-Lizenz machen konnte, das auch in der Abstimmung extrem top war. Ja, und dann hat es mich aber eben wieder zurückgezogen zum Verein und zum tagtäglichen Arbeiten vor allem. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet, wir kennen uns schon ein bisschen länger, als dass du aus heiterem Himmel auf einmal in dieser Union-Welt hier aufgetaucht bist. Nein, du hast gerade eben erzählt, du hast deine Pro-Lizenz gemacht und hast da bei Urs und seinem Team hospitieren dürfen, wollen, können. Ja, alles. Passt alles. Warum bei Union Berlin, warum bei Urs Fischer? Ich war mit meinem Mann zusammen im Urlaub, Zell am See und haben wir schon bewusst auch so gewählt, weil wir so ein bisschen Urlaub und aber auch Trainingslager gucken bei Fußballvereinen, das wollten wir verbinden. Und die Entwicklung hat man natürlich von Union Berlin die letzten Jahre klar mitbekommen und war natürlich auch begeistert und einfach nur gesagt, das ist ja Wahnsinn, was da einfach auch passiert und hat das ja da immer schon verfolgen können und dann eben hautnah im Trainingslager in Österreich erleben dürfen. So, und wir sind da vor Ort dann auch schon ins Gespräch gekommen, ob es mit Urs Fischer war oder auch Markus Hoffmann. Und das hat sich irgendwie schon toll angefühlt. So. Und das hatte ich mit Markus Hoffmann schon damals gesprochen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt bezüglich einer Hospitation. Und dann hatte ich eben Union auch angefragt, dann über Marco Grote, Cheftrainer der U19. Wir sind ja auch immer wieder im Kontakt geblieben nach unserer Zeit bei Werder Bremen, kennen uns schon sehr lange. Und er hatte dann eben auch nochmal nachgefragt und so kam es dann, dass ich dann im Februar hospitieren durfte, konnte. Und das war eben auch da schon extrem spannend und einfach toll, so nah dann wirklich auch dran zu sein. Ich wurde extrem gut aufgenommen, ob das dann von euch war, von den Jungs, von den Spielern, vor allem eben auch vom Trainerteam. Also es war, hatte ich extrem tolle Einblicke. Ein Jahr später? Das war dann schon fast, oder? Mhm. Ich glaube, 22 hast du deine Pro-Lizenz gemacht, 23, 24, dann in der Saison, also quasi am Anfang der Saison, stimmt. Der Wechsel zur Union. So, und jetzt nimm uns mal in deine Gefühlswelt mit. Schwer. Das ging schon alles sehr, sehr schnell und irgendwie noch ein bisschen verrückt natürlich auch. Also als ich dann, weil ich ja eben mit Marco die ganze Zeit immer im Kontakt war und dann schon klar war, er sucht, es gibt eine Veränderung in seinem Trainerteam und ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann kamen eben die Gespräche, war ja dann auch gleichzeitig mit dem DFB die Gespräche, dann eben hier mit Union Berlin und mit Marco viel im Austausch gewesen. Und dann habe ich mich natürlich extrem gefreut, als es dann klar war, dass ich hier im Sommer bei der U19 eben wieder in diesem täglichen Arbeit sein darf, eben dann auch im U19-Bereich, absolutes Top-Niveau in der U19. Da war ja auch noch gar nicht klar, dass man dann auch noch Youth League sogar auch noch spielen darf. Das war ja auch vorher schon alles fix und das kam dann ja nochmal on top. Und da habe ich mich einfach schon extrem gefreut und einfach auch mit Marco, den ich unfassbar schätze, menschlich, aber eben auch als Trainer. Wir hatten in Bremen immer schon einen extrem guten Austausch und das hat eben auch von Beginn an extrem viel Spaß gemacht. Auch da ein tolles Trainerteam und mit den Jungs zusammen einen super Start gehabt, auch eine richtig gute Zeit jetzt in der U19 Bundesliga. Tolle Erfahrungen auch in der Youth League gesammelt. Wirklich Wahnsinn, wie eben auch da
ja, die letzten Wochen verliefen. Und dann ja, ging es ja relativ schnell, was ja, sich irgendwie auch noch komisch anfühlt, weil klar, man hat darüber gesprochen, man saß irgendwie ein Jahr vorher noch, oder fast ein Jahr vorher saß man selber noch mit Urs Fischer, Markus Hoffmann, Sebastian Böhnig in einem Trainerbüro, durfte dort über die Schulter schauen im Rahmen der Ausbildung und ja, hatte ja auch extrem schätzen gelernt. Der Austausch war ja auch von U19 zu Profis immer wieder auch da und man hat sich ja extrem gewünscht, dass ja, es einfach, ja, der Turnaround einfach auch so mit dem Trainerteam einfach auch klappt und deswegen war der erste, ja, ein wahnsinniges Auf und Ab der Gefühle, weil klar haben dann Marco und ich uns auch gefreut, dass wir das Vertrauen haben, aber in allererster Linie ging es erstmal darum, puh, okay, das war irgendwie auch erstmal ein Schock und auch erstmal eine Enttäuschung und es war auch erstmal total traurig. Und dann hatten wir aber auch nicht so viel Zeit, sondern dann ging es einfach darum, das Bestmögliche jetzt aus der Situation zu machen und zu versuchen, ja, den Verein einfach zu helfen, zu unterstützen, dass man eben gemeinsam wieder jetzt irgendwo den Turnaround schafft. Und da haben wir eben auch so vertrauensvoll zusammengearbeitet wie in der U19 und hatten da eben auch, ja, mit dem Augsburg-Spiel auch eine unfassbar intensive Zeit, aber es war einfach echt toll, wie offen wir empfangen wurden von allem hier drumherum, wie uns alle unterstützt haben und auch wie offen dann auch die Spieler waren. Und ich finde, sie haben auch echt ein richtig gutes Spiel gegen Augsburg gemacht. Schade, also zum einen schön, dass wir überhaupt den Ausgleich gemacht haben, aber irgendwo hast du nach dem Spiel so gedacht, oh, irgendwie war auch mehr drin. So, absolut. Das war ja trotzdem eben schon eine brutal intensive Woche und dann ging es natürlich weiter jetzt mit dem neuen Trainerteam, wo man eben auch ja, sich natürlich erstmal kennenlernen muss, wo man auch schauen muss, wo kann man jetzt wie unterstützen, ist natürlich anders als in der Zusammenarbeit mit Marco, wo wir uns einfach schon ja, kennen, vertrauensvoll ist, wo klar ist, wer macht was und jetzt sich wieder neu anzupassen und dann ging es ja auch schnell weiter, also auch wenig Zeit zum Nachdenken. Sofort das Champions-League-Spiel in Braga, wo es darum ging, uns schnell zu finden, schnell irgendwo einen Plan für dieses Spiel zu entwickeln. Und ja, dann eben das erste Champions-League-Spiel war natürlich auch verrückt. Ja, wirklich verrückt. Und ja, was Besonderes auf jeden Fall. Da wird man sich auch immer dran erinnern, dass als Spielerin war jedes Champions-League-Spiel was Besonderes. Und so ist es eben auch jetzt gewesen, wenn man dann beim Champions-League-Spiel auch mit dabei sein darf. War es natürlich auch was extrem Besonderes, ja. Louis, kommen wir zur letzten Frage, weil sonst regen sich meine Kollegen wieder auf, dass wir hier so lange beide quatschen. Nein, Spaß beiseite. Letzte Frage. Jetzt blätter ich nochmal auf meine erste Seite. U17 Europameister, Bronze bei der Weltmeisterschaft, U20 Weltmeisterin, dreimal deutsche Meisterin und die Champions League hast du auch noch geholt. Und jetzt bist du Trainerin bei einem Bundesligisten, der Champions League spielt und jetzt, was willst du denn eigentlich noch? Da geht doch gar nichts mehr, oder? Ja, klar, es hört sich wahnsinnig spektakulär irgendwie auch an und sind auch unfassbar viele besondere Momente und da bin ich auch extrem froh über alle Erfahrungen, die ich da sammeln durfte und ich bin natürlich auch dankbar, froh, stolz und glücklich, dass ich jetzt hier sein darf, dass ich jetzt in einem unfassbar tollen Team auch mithelfen darf, um eben ja, möglichst auch erfolgreich zu sein. Und da ist man irgendwie so wieder krass in seinem Tagesablauf, dass natürlich das andere, was war, unfassbar schön ist, aber eigentlich guckt man immer schon gerne wieder nach vorne und ich glaube, das ja, war auch als Spielerin so, dass ich immer auch sehr zielstrebig war und jetzt geht es eben hier darum, tagtäglich irgendwie das Beste rauszuholen, damit wir eben als Union Berlin auch wieder erfolgreich sein können und ja, möglichst am Wochenende, am Samstag schon die 3 Punkte dann hier zu Hause einfach holen und hier lassen. Punkt. Schlusswort. Besser geht's nicht. Louis, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gerne, mit uns eine Runde zu plaudern. Dass wir dich mal vorstellen konnten. Was für eine Karriere. Und hoffentlich, dass sie noch ganz, ganz weitergeht und all deine Träume in Erfüllung gehen, die du dir noch setzt. Und ja, die 3 Punkte am Wochenende. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du bei uns bist. Dankeschön. Sie sind Erbe eines beträchtlichen Vermögens. Um wie viel geht's? 1.000 Milliarden Dollar. Fuck! Mit dieser Erbschaft ist eine Prophezeiung verbunden. Was soll der Erbe tun? Das, was der Menschheit die verlorene Zukunft zurückgeben wird.
Jetzt kommen Sie. Ein Nobody, gesandt von einer Prophezeiung. Du hast die Macht, das Leben der Menschen zu verändern. Du bist der Falsche!